ein herzliches Willkommen an dich ganz persönlich zu einem noch einmal ein spezielleren Gottesdienst als sonst. Vielleicht vermisst du den Sonntagmorgen, wie er vorher war, zusammen sich zu treffen und zusammen Gottesdienst zu feiern. Vielleicht fällt es dir aber auch gerade recht und in deine Zeitplanung, dass einfach von daheim aus dem Sofa, auf dem Sofa kannst Gottesdienst feiern. So oder so, es ist mega schön, dass du da bist und dass du eingeschaltet hast. In der Bibel finden wir auch ganz verschiedene Berichte von Gottesdienst, von Gebet, die gesprochen oder gesungen worden sind. Zum Beispiel das Buch der Psalmen. Das ist so ein Buch in der Bibel, wo ganz viele Lieder und Gebete aufgeschrieben worden sind, wo aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen entstanden sind. Ich persönlich finde das Buch der Psalmen etwas mega Geniales. Früher, weil ich es in der Bibel einfach aufschlagen, in der Mitte die Bibel aufschlagen und man war bei den Psalmen. Und heute ist das etwas anders. Ich habe die Psalmen schätzen gelernt, weil sie mich in den unterschiedlichsten Lebenssituationen abholen und mich wieder neu ausrichten auf Gott, mir einen neuen Blick von außen geben in meine Situation, auf mein Leben. Und wir schauen heute Morgen auch so einen Psalm an. Es ist der Psalm 23. An den meisten von euch wahrscheinlich gut bekannt. Er ist einer der bekanntesten Texte der Bibel. Und vielleicht hast du schon mal den Psalm selber gelesen. Vielleicht kannst du sogar ein paar Sachen auswendig aus dem Psalm. Wenn du den Psalm 23 hörst, was geht denn in deinem Kopf vor? Stell mal dein Kopfkino an und überleg, was für Bilder dir in den Kopf kommen, in den Sinn kommen, wenn du Psalm 23 hörst. Ist es der gute Hirte? Ist es ein finsteres Tal? Ist es Überfluss? Ist es vielleicht auch einfach Leere, weil du doch nicht so viel mit dem Psalm 23 kannst anfangen? Ich möchte euch mit reinnehmen in den Psalm 23. Und wir möchten den gerade miteinander lesen. Und bist einfach mal in deinen Gedanken und geh in deinen Bilder, die du im Kopf hast, einfach den Psalm mal Stück für Stück nachher. Ich lese den Psalm 23. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich mich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf dem rechten Weg und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Denn dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfluss. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Die 6 Verse, die haben es in sich. Sie sind voll von Emotionen, voll von Tiefpunkten und Höhepunkten, die sich abwechseln. Ganz ähnlich wie in unserem Leben, wo es auch Höchst und Tiefst gibt. Vielleicht befindest du dich gerade auf so einer grünen Wiese, wo es dir gut geht, wo du darfst entspannen, wo du darfst zur Ruhe kommen. Vielleicht bist du aber auch gerade in so einem dunklen Tal. Über jeden einzelnen Vers von dem Psalm würde ich mega gerne mit dir darüber reden. Aber heute am Morgen
dann wir unseren Blick vor allem auf einen Teil von dem Psalm richten. Und das ist der Vers 4. Es geht dort um Krisen vom Leben. Und es passiert dort in diesem Vers etwas unglaublich Befreiendes. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, stattet, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich kein Unglück. In meinen Gedanken kommt mir bei diesem Vers in meinem Kopfkino so ein Katzensinn, der vor 10, 15 Hunden einfach so stolz durchmarschiert. Wo keine Angst hat vor diesen Hunden. Wo sie wie, ja, fast ausblendet. Aber was hat der Schreiber von diesem Psalm dazu bewegt, solche Worte zu schreiben? Wir wissen, dass das Gebet oder das Lied vom David stammt. Das steht ja auch drin. Wir wissen aber nicht genau, wann der David den Psalm geschrieben hat. Ist es gewesen, als er König von Israel war und von Feinden bedroht worden ist? Oder ist es gewesen, als der König Saul noch geherrscht hat in Israel und am David an Kragen wollte, wo der David auf der Flucht war? Wir können es nicht sagen, aber es ist auch nicht so wichtig. Was wir aber wissen, dass der David das betet hat. Und dass er in einer Situation war, wo er das geschrieben hat, wo er eine schwierige Situation durchlebt hat. Wo er vielleicht sogar eben auch Verfolgung erlebt hat. Wo er seinen Feinden und dunklen Situationen hat müssen ins Gesicht schauen. Und interessant ist auch, dass der Psalm im ersten Teil von dem Buch von den Psalmen steht. Psalmen könnte man in 5 Teile unterteilen. Und jeder Teil von diesen 5 beschreibt ein Stück Weg, wo Israel mit Gott zusammen zurückgelegt hat. Und der Psalm 23, der steht eben im ersten Teil von dem Psalm. Buch, von dem ganzen Psalmbuch. Und der erste Teil steht unter dem Thema das Königreich in der Krise. Das heisst, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir mit ihm einen Weg gehen, dann leben wir aber nicht krisenfrei. Es gibt Krisen in unserem Leben. Und genau dort steht jetzt der David. Er erlebt eine Krise hautnah, wo er beschreibt als Finsternis, als Todesschatten. Er spricht in Bildern da und die bedeuten so viel, wie dass er sagt, hey, ich bewege mich gerade in einer gefährlichen und bedrohlichen Umgebung. Ja, in der Finsternis sieht man ja nicht alles, wenn es dunkel ist. Man sieht nicht alle Gefahren, die kommen. Es ist ein Ungewisse. Also es ist eine Ungewissheit. Eine gewisse Unsicherheit ist da. Man sieht vielleicht Gefahren, kann sie aber nicht richtig anfassen, weil es gleich wie Schatten sind, die sich bewegen. Es sind Sachen da in der Finsternis oder in so dunklen Situationen, die einen bedrängen können, die einem Angst machen, wo man nicht weiss, wie es weitergeht, was noch kommt, wo man nicht richtig fassen kann. Und die Sachen nicht richtig einordnen kann. Kennst du auch solche Umgebungen, solche Situationen in deinem eigenen Leben? Vielleicht stehst du gerade mitten in so einem Tal, schaust links, schaust rechts und du siehst nur Schwierigkeiten, du siehst nur Herausforderungen, du siehst nur Finsternis. Gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, ist die Unsicherheit gross. Ja, wann kann ich wieder arbeiten? Oder kann ich überhaupt die Arbeit machen, die ich vor dem Frühling jetzt gemacht habe? Oder die sozialen Kontakte, die immer weniger werden und die man sich doch so sehr wünscht. Und die Einsamkeit, die immer etwas grösser wird. Und doch gibt es jetzt auch wieder Lichtblick, dass soziale Kontakte wieder mehr gepflegt werden können. Vielleicht bahnt sich aber auch gerade ein Sturm durch dein
durch dein Leben, durch deine Familie, durch deine Freundschaften durch, weil ihr einfach zu viel Zeit miteinander habt und aneinander aneignet. Vielleicht ist aber der Sturm auch wegen dem da, weil ihr einfach keine Zeit füreinander habt, weil ihr euch nicht treffen könnt und das belastet. Vielleicht ist es aber auch ganz etwas anderes, wo du drin steckst, wo dir Angst macht, wo du Unsicherheiten hast, wo du die Lösung im Moment nicht gerade siehst. Eine Situation, die recht dunkel ist. Eben so ein dunkles, finsteres Tal. Und schau, wir alle kennen wie der David aus der Bibel, wo der Psalm 23 geschrieben hat, so Krisen in unserem Leben, die uns immer wieder heimsuchen. Aber das Bemerkenswerte ist, dass der David im Psalm 23 gesagt hat, selbst wenn ich in der grössten Krise von meinem Leben bin, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Und das ist ein riesiges Statement. Und wir können das aber nicht einfach so stehen lassen. Ja, warum fürchtet er denn kein Unglück? Ist er ein Superheld? Hat er auf alles eine Antwort? Lass er einfach keine Emotionen zu? Definitiv nicht. Der David lässt sehr viele Emotionen zu und er hat auch nicht auf alles eine Antwort. Aber die Antwort gibt der David im Psalm 23 gerade selber, warum er kein Unglück fürchtet. Ich möchte noch einmal den Vers 4 ganz mit euch lesen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Das ist die Antwort von David auf seine schwierigen Situationen. Was für eine grossartige Antwort, gerade auf Krisen von unserem Leben. Ich fürchte mich nicht, weil du, Herr, bist bei mir. Und wenn du den Psalm noch einmal in Ruhe nachher durchliest für dich ganz persönlich, dann merkst du, dass genau an dieser Stelle der David vom Er zum Du wechselt. Er redet Gott direkt an. Er redet nicht mehr länger über Gott, sondern er redet mit Gott. Und wenn wir eine Krise durchleben, so ist Konzentration meistens auf unsere Probleme, auf unsere Herausforderungen, auf die Krise selber. Und das erlebe ich gerade selber, wenn ich Nachrichten schaue oder Nachrichten lese. Überall geht es um die Corona-Krise. Du findest fast keine anderen Meldungen mehr. Und wenn ich vor Herausforderungen stehe, dann stehe ich in der Gefahr, um diese Herausforderung anzuschauen und meinen Blick nie nicht mehr sonst herzurichten, weil die Herausforderung nimmt mich so in ihre Bahn. Und beim Autofahren, wenn du schon gelernt hast, Autofahren, dann hast du auch mit Sicherheit gelernt, dass wenn du ein Hindernis umfahren willst, dass du nicht aufs Hindernis schaust. Du schaust nicht auf einen Baum, wenn du neben dem Baum durchfahren willst. Du schaust auf die Lösung. Du schaust dort her, wo du hergehen willst. Und genau das macht der David im Psalm 23. Er sieht zwar die schwierigen Situationen, seine Herausforderungen, seine Bedrohungen, das dunkle Tal, doch seine Blickrichtung ändert sich. Und lass mich das gerade uns mit einem Beispiel ein bisschen veranschaulichen. Ich habe hier zwei Stühle. Der eine Stuhl ist für dich oder für mich. Da bin ich. Der andere Stuhl, das ist Gott. Und wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo dann plötzlich mal so ein finsteres Tal kommt, so eine Herausforderung kommt, dann habe ich das und denke, das wird schwierig. Die Situation, die ist unüberblickbar. Was ist echt da drin? Was kommt alles noch zum Vorschein? Wird es echt noch grösser, das Problem? Und dann gibt es den Moment, wo der David auch gemerkt, hey, ich schaue nicht mehr aufs finstere Tal, sondern
ich wende mich Gott zu. Ich sage nicht mehr länger, ja, da ist doch ein Gott, der müsste mir helfen, das ist doch der gute Hirte, sondern ich wende mich Gott zu und sage, hey, du bist doch der gute Hirte. Du hilfst mir doch in solchen Situationen. Ich habe ein Problem. Ich habe eine Herausforderung, die jetzt gerade mich voll in ihre Band zieht, aber ich möchte auf dich schauen. Die Blickrichtung ändert sich im Psalm 23 von den Herausforderungen, vom Problem hin zum Gott, zum Du. Und es ist ein gewaltiger Unterschied, ob wir mit Gott reden oder nur über Gott reden. Ich kann stundenlang mit einem Kollegen über Gott reden und mein Wissen anhäufen. Aber wirkliche Veränderung passiert, wenn ich etwas mit Leib und Seele mache. Wenn ich etwas aus dem Herzen heraus tue, mit ganzem Herzen. Und mit Gott rede, mit Gott persönlich rede, das ist eine Herzensangelegenheit. Und vielleicht hast du dein ganze Leben lang schon vieles über Gott erfahren und weißt vieles über Gott. Du glaubst vielleicht auch an Jesus. Aber in Krisen von deinem Leben merkst du, dass über Gott Sachen wissen, das ist zwar gut, aber letztendlich hilft dir das nicht mega viel weiter. Und dann möchte ich dich ermutigen, dass du in dieser Situation, in der Krise, wenn du nicht mehr weiter weißt, dass du dich zu Gott hinwendest, dass du mit Gott über deine Krise redest. Nimm das Angebot an in deiner persönlichen Krise, wo du drin bist oder wo mal wird kommen, nicht nur über Gott zu reden, sondern mit Gott zu reden. Und der David ist sich bewusst gewesen, dass Gott sich aber nicht nur ihm zur Seite stellt, sondern dass er auch mit seinem Stecken und mit seinem Hirtenstab ihm Trost spendet. Und das sind zwei Werkzeuge vom Hirten, die er braucht, zum einen, um seine Schafherde, zum Schaf beschützen vor Angriffen von Sachen, die nicht gut sind, und zum anderen braucht er sie, zum Schaf wieder aufrichten, wenn sie gefallen sind. Und übertragen auf dich und auf mich, auf unser Leben, heisst das, dass Gott nicht nur in unserer Krise ist, sondern dass er uns beschützt vor all dem, was uns Angst macht. Und uns unter die Arme greift, wenn wir mit unseren Kräften am Ende sind. Darum sollen wir uns nicht fürchten. Und darum hat David sich auch nicht gefürchtet, weil er gewusst hat, dass Gott das für ihn macht. Und das bringt uns zum letzten Gedanken von heute über den Psalm 23. Nämlich, Gott nimmt deine Krise ernst. Gott steht nicht am Ende von dem dunklen Tal, wo du drin bist, und sagt, hey, komm durch, ich warte da gemütlich auf dich. Gott stellt sich auch nicht zu dir in deine Krise und sagt, gang mal vorwärts, ich komme dann nachher. Nein, Gott stellt sich zu dir und er nimmt deine Krise ernst. Er nimmt deine Situation ernst, nicht weil er sich fürchtet, was euch da alles noch in dem Päckchen, in dem finsteren Tal drin sein. Er ist grösser als jede Krise, die wir auch nur annähernd könntet durchmachen. Er nimmt deine Krise ernst, weil du ihm ganz persönlich wichtig bist. Er weiss, wie es ist, dort durchzugehen, wo man nicht durchgehen will. Er weiss, wie es sich anfühlt, am tiefsten Punkt angelangt zu sein. Jesus Christus hat am Kreuz auf Golgatha, wo wir am Karfreitag und dann auch am Ostern gefeiert haben, erlebt, was es heisst, Jesus Christus hat das erlebt, dann, was es heisst, verachtet, verleugnet und hintergangen zu sein. Er hat am Tod ins Gesicht geschaut
und war am Ende seiner Kräfte. Und dann sagt er, Vater, in deine Hand gebe ich meinen Geist. Jesus kommt in dein Tal hier. Jesus hat das aus Liebe zu dir und zu mir gemacht, weil er möchte in dein Tal hinkommen, wo du gerade drin bist, in deine schwierige Situation hinkommen, weil er dich versteht, weil er genau weiss, was dich beschäftigt und was dich bedrückt. Ich habe ein Bild mitgebracht, das das mega gut veranschaulicht, das mich mega anspricht, dass Jesus zu dir ankündelt und dich umarmt und sagt, hey, ich bin da, ich gehe mit dir durch die dunkle Situation. Jesus weiss um deine Situation und er stellt sich beschützend und tröstend dir an die Seite. Er nimmt dich und deine Situation vollkommen ernst. Und wenn du noch nie den Schritt gemacht hast, auf Jesus zuzugehen und ihm deine Sorgen, dein dunkles Tal, deine Schwierigkeiten, vielleicht deine Zukunftsängste, auch ganz persönlich gesagt hast, dann möchte ich dich einladen, das jetzt zu machen. Dass wenn du sagst, mal, ich möchte das Geschenk annehmen, das Jesus für mich gemacht hat, dass er, der weiss, wie es ist, am Tiefpunkt angelangt zu sein, dass er sich mir zur Seite stellt. Ich möchte das annehmen. Dann red mit ihm direkt, in einem Gespräch, in einem Gebet, wie mit einem Freund, über deine Situation. Zeig ihm deine Ängste. Zeig ihm, was dich bedrückt, bedroht. Und er möchte sich, Jesus möchte sich dir an die Seite stellen. Ja, wir biegen jetzt in den Schluss gerade hier. Der David hat sich Gott direkt zugewendet. Im Psalm 23. Er hat gewusst, dass Gott mit ihm ist und hat erlebt, dass Gott ihm seine Situation ernst nimmt. Doch wie schon vorher angesprochen, ist dann nicht einfach die ganzen Schwierigkeiten sind nicht einfach aufgelöst. Es glänzt dann nicht einfach von einem Moment auf den anderen. Die Finden von David sind immer noch da gewesen, seine Herausforderungen und seine Gefahren, die hat er noch gehabt. Wie du auch im Vers 5 kannst auch in deiner stillen Zeit noch einmal nachlesen. Aber er hat gewusst, dass Gott bei ihm ist und dass er bei Gott geborgen und behütet ist. Ja, und auch wir können darauf vertrauen, dass wenn wir auf Gott blicken, dass wir von ihm beschützt und tröstet werden. Die Krankheit wird vielleicht nicht gerade vergangen sein. Die sozialen Kontakte könnten noch ein paar Tage oder ein paar Wochen eingeschränkt sein. Vielleicht ist nicht gerade klar, was mit deiner Arbeitsstelle weitergeht. Und dunkle Schatten am Wegrand wird es immer wieder haben. Doch wenn Gott für uns ist, wer kann denn gegen uns sein? Und wer kann uns von dieser Liebe, die Jesus an uns gezeigt hat, wer kann uns von dieser Liebe trennen? Und er gesagt hat, ich komme in dein tiefste Tal, weil ich habe das auch durchgemacht. Ich weiss, wie du dich fühlst. Ich will mit dir zusammen durchgehen. Wer kann uns von dem Gedanken, von dieser Liebe, von Jesus Christus trennen? Nichts kann uns trennen. Er kommt mit dir und mit uns durch dick und dünn. Jesus Christus stellt sich zu dir und sagt dir, ich weiss, wie du dich fühlst. Du bist mir wichtig. Lass uns zusammen durch das finstere Tal, durch die Schwierigkeiten gehen. Ich beschütze dich, damit du immer das hast, was du brauchst. Und ich richte dich immer dann wieder auf, wenn du mit deinen Kräften am Boden bist. Ich möchte jetzt gerade, dass wir uns ausrichten zu dem Gott und mit ihm dann beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass ich dich
persönlich und direkt ansprechen darf. Ich danke dir für den Psalm, der so super und so tief ist. Für die Gedanken, dass wir nicht nur über dich reden, sondern mit dir dürfen reden. Ich danke dir, dass du unsere Situation kennst, jede einzelne. Dass du uns ins Herz schaust und weißt, was abgeht. Ich danke dir, dass du dich zu uns stellen willst und dass du mit uns durch die ungewisse Zeit gehst, die vielleicht jetzt gerade angebrochen ist oder wo wir voll drinnen stehen. Danke, gehst du mit uns zusammen da durch. Amen.